Hallo Römerlin-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Legend of Zelda Minish Cap. Erstmal sorry, dass eine Zeit lang jetzt keine Videos kamen. Ich war wieder krank. Man hört es auch noch ein wenig. Ich bin auch immer noch ein bisschen krank, angeschlagen und so. Und ich lag, glaube ich, 3 Tage nur im Bett und habe nichts gemacht. Einfach nur geschlafen, weil es mir so scheiße ging. Also hoffe ich, dass ihr mir das verzeiht. Verzeiht. Und ja, wir machen fröhlich munter weiter, würde ich sagen. Vielleicht ist das sogar schon der letzte Part, ich weiß es nicht. Je nachdem, wie gut wir hier durchkommen. Ich weiß gar nicht. Nee, der letzte Part ist es noch nicht. Nee. Ist noch größer, als es aussieht hier, glaube ich. Bin ich zumindest der Meinung. Irgendwie. Oh Gott! Okay, Moment. So. Ach komm! Ah, die Kugeln, die die Statue spuckt, kannst du mit dem Schwert abwehren. Ja, das hatte ich doch gerade schon vor, Ezio. Ach komm. Das ist unfair. Was? Okay, nochmal. So. Ah, nice, okay. Ah. Das war unfair, Alter. Ich hab doch schon angefangen, mich zu klonen und auf einmal spricht Ezio dazwischen, ey. Das kann nicht wahr sein. Au. Okay. So. Warum will ich das Geld haben? Ja. Hier können wir, glaube ich, sogar noch eine Bombe legen, oder? Nee, dann war das auf einer anderen. Oder woanders. Auf einer anderen Seite. Okay. Dieses schöne Plattenrätsel, was glaube ich auch in vielen, vielen Zelda gibt, oder? Bin der Meinung, ja. Dürfte es in einigen Zelda geben. Zelda. Geh weg. Okay. Wo kommen wir? Hier raus. Wie gesagt, ihr hört, ich bin noch krank. Nein! Oh. So. Okay. Ihr hört, ich bin noch krank mit dem Husten und so. Also wundert euch nicht, wenn ich nicht viel rede. Oder wenn ich dann zwischendurch mal halt so übel husten muss. Vielleicht auch mal stehen bleibe, weil ich mich während des Hustens nicht bewegen kann. Das könnte echt vorkommen. Der Husten ist nämlich extremst anstrengend. Also der Husten ist halt hart, ey. Das ist halt schon nicht mehr witzig. Nein, was? Okay. Geh weg. Was? Geh weg. Ich dachte halt nur ein Hit aus. Okay. Hier ist nichts. Okay. Wie mussten wir das denn jetzt nochmal machen? Ich glaube so. So. Okay. Das hat funktioniert. Ich habe einfach nur wild um mich geschlagen, aber okay. Ich glaube, man muss da mit einer. Oh, lol. Ich glaube, man muss da mit einer Wirbelattacke oder so rein. Uiuiui. So. So. Oh. Hier war das mit der Bombe. So. Nee. Moment. Hier. Okay, dann war das auf der unteren Seite. Alles klar. Jetzt sind wir hier. Ui. Oh. Ist da oben noch was? Nein, okay. Oh, wir sind doch schon in dem Bereich, okay. Oh Gott. Ja. Wow. Okay. Das war schnell, okay. Okay, wir können das hier schieben, alles klar. Wo kommen wir hin? Will ich hier zuerst lang? Weiß es nicht.
Wir gehen ja immer mal zuerst lang. Nein, Loch. Ja. Husten und Button smashen. Ich glaube, wir sollten hier noch nicht zuerst lang gehen. Denn der andere Weg, glaube ich, führt uns zu dieser großen Truhe. Habe ich das Gefühl. Ja. Okay. Den Kompass. Alles klar. Dann hätten wir das schon mal alles. Karte haben wir auch schon, ne? Deswegen. Ja, Karte haben wir auch schon. Okay, Kompass und Karte haben wir. Sehr gut. Dann fehlt uns jetzt nur noch der große Schlüssel. Ein Item gibt's hier in dem Dungeon nicht, Leute, ne? Nur so, dass ihr Bescheid wisst. Das Schwert der Vier. War so gesehen unser Item. Aua. Ich werd zu viel getroffen. Wie soll das denn später beim Endkampf werden? Oh. Okay. Okay, ich glaube, ich muss hier eigentlich gar nicht rauf, ne? Nee. Glaub nicht. Aber, ah, okay. Ich muss hier außen noch rum. Ja. Okay. So, zack. Und rauf. Yes. Okay. Herzchen. Warum gibt's denn nirgends Herzchen? Leute. Okay, wir brauchen Klone. So. Okay. Geh weg. Oh, keine Herzchen. Nirgends Herzchen. Ich weiß, da war noch ein anderer Gang nach unten, aber den hat der fette Stein blockiert. Also kommen wir da eh nicht lang. Alter. Vier Statuen diesmal. Nett. Die Steine ignorieren wir einfach. Und okay. Müssen wir da rein oder was ist hier hinten? Ja, müssen wir. Nee, wir können. Okay, Moment. Oh Leute, es tut mir leid mit dem Husten, ne? Okay, wir gehen aber erstmal nochmal kurz hier rein. Ah, okay. Gut, hier war nichts. Schon mal schön zu wissen. Okay. Es ist noch da, die Brücke. Ist noch aktiviert. Und Pfeile. Wow. Können wir irgendwie mal Herzchen finden oder so? So. 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 Und so, glaube ich, ne? Ja. Yeah. Ich glaube, sonst habe ich das einfach immer in einem Viereck oder so gemacht und mich dann gewirbelt. Oh Gott. Komm. Okay. Aua. Okay, den haben wir. Okay. Wir haben das rote Feld schon mal aktiviert. Okay, jetzt brauchen wir, glaube ich, vier Schlüssel noch. Okay, jetzt sind wir hier. Müssen wir zuerst hier lang? Scheint so, ne? Ja, okay. So, eigentlich sollen wir nämlich, glaube ich, diese Bomben-Dings hier mitnehmen. Moment. Aber wir können es auch einfach so machen. Oh. So. Müssen noch die Tür aufmachen, alles klar. Perfekt. Und runter.
Zack. Ach, nee, okay, hier ist noch nicht, stimmt. Noch nicht, Leute. Es kommt alles später noch. Aber wir können von denen da Feen bekommen, ne? Magischer Bumerang. Ja, es geht. Okay, so, wir haben komplett volle Flaschen mit Feen, Leute. Das ist schon mal sehr schön. So, hier oben. Genau. Hier mussten wir jetzt nämlich als erstes rein, damit dieser Ritter auftaucht. Weil wir den nämlich jetzt erstmal besiegen müssen. Gut, macht Sinn, ne? Okay. Denn jetzt erscheinen überall weitere Ritter in den Ecken. Dieses Schlosses. Und jeder dieser Ritter birgt... Ach genau, und hier, okay. Hier ist das mit dem Schlüsseln. Okay. Ach, die kommen jedes Mal wieder. Ah, das ist gut. Wir brauchen nämlich noch eine Fee, um voll zu sein. So. Dann gleich die nächsten Ritter. Diesmal sind es zwei, das ist halt das... ...etwas Nervige. Lol. Okay, den haben wir. Zaubermuschel einfach mitnehmen. Okay. Das hätten wir. Das heißt, wir gehen jetzt hier oben lang und holen uns unseren ersten Schlüssel. Oh Gott. Okay. Einfach überspringen. Und hier war... Ach so. Okay, es gibt nur einen von diesen Geistern. Oder einer von diesen Geistern ist der richtige. Ich glaube, mit der Wirbelattacke ist man da wirklich am besten bedient. Und der erste kleine Schlüssel von vieren, Leute. Alter, dieser Husten, ne? Oh, es tut mir leid, wenn das Commentary echt nicht so geil ist momentan. Aber ich kann nicht so viel reden. Das ist echt schlimm. Ich wollte eigentlich auch mal wieder streamen, aber wenn das jetzt... Ach, wenn das nicht besser wird mit meiner Stimme, mit dem Husten, der geht einfach nicht weg. Dann kann ich erstmal nicht, dann kann ich weiterhin nicht mehr streamen und das ist kacke. Das belastet mich voll. Okay, belasten nicht, aber ja doch schon. Ich würde halt ganz gern weiter streamen. Gott. Okay. Der nächste Ritter ist besiegt und wir können uns unseren nächsten Schlüssel holen. Kann ich das nicht sogar? Ha! Okay. Wir mussten uns nicht mal klonen. Wie geil ist das denn bitte? So, okay. Ich geh mal hoch. Hier ist der Schlüssel, okay. Was war unten? Was war unten? Ich weiß es nicht mehr. Ah. Nur Mumien. Bringen die irgendwas? Nö. Okay, hätte ja sein können. Alles klar. Hätten wir das auch erledigt. Schön. Sehr, sehr schön. Das heißt, uns fehlen nur noch... zwei Schlüssel, Leute. Nur noch zwei Schlüssel. Und wieder diese zwei Spackis hier. Okay. Okay, den haben wir. Okay, den auch. Sehr geil. Und ein neues Glücksfragment, okay. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Unser letztes Herzteil kriegen wir echt nur durch die Nintendo-Galerie. Aber, ja, hatte ich ja schon erwähnt, machen wir nicht mehr.
Ah. Ach, wieder Geister. Das war der echte. Okay, cool. Gib mir das Herzchen. Gegen euch war ich nicht mehr full life. Zack, zack. Geil. Weg, weg. So, ist hier oben was? Nein, okay. So, dann dürfen wir hier gleich den Schlüssel finden, ne? Oben oder unten? Oben. Unten sind dann wahrscheinlich schon wieder Mumien. Oder? Verpasse ich da irgendwas Wichtiges? Ich will nachgucken, Leute. Ich will nachgucken. Seid mir nicht böse. Ah, okay. Vasen. Nochmal alles auffüllen, okay. Bomben und Pfeile. Ich hoffe übrigens, also ich hatte vergessen zu Save Staten und zu speichern halt, nachdem ich den letzten Part beendet hatte. Und musste nochmal alles wiederholen, was ich in dem Part gemacht habe. Ich hoffe, ich habe alles noch richtig so belassen, wie wir es hatten. Und habe alles geholt. Wenn nicht, wäre das ein bisschen doof. So, hier können wir jetzt einfach rüber, ne? Die Tür dürfte noch offen sein. Ja, alles klar. Und der letzte. Ach man, ich hatte gar keine Zeit zu reagieren, du Arsch. Spasti. Mann. Sehr gut. Wir... Okay. Sind gleich soweit fertig mit... Nein! Was? Alter, das war Teamarbeit. Das war Teamarbeit. Da kickt mich die eine blöde Kuh. Also der Dings. Das Skelett kickt mich einfach eiskalt in die Hand. Das ist mies. Das ist echt mies. Boah. Ignoriere ich die jetzt einfach. Nee, ich will nicht. Oh! Okay, ich ignoriere euch doch nicht. Okay, die ist weg. Die ist auch weg, danke. Jetzt kann ich erstmal die besiegen. Weil die mir auf den Sack geht. Ah, Gott, oh Gott. So, und jetzt? Eil. Eins, zwei, drei, vier. Ah. Natürlich mache ich den anstrengendsten Raum zuletzt, ey. Ja. Oh, okay. Ich muss hier runterspringen, okay. Ich wollte gerade sagen, hä? Ich dachte gerade erst, hä, okay, ich muss rausgehen, dann wieder reinkommen, damit ich da in die Treppe gehen kann. Okay, aber nein. Dem ist nicht so. Nein. Hier ist schon der Schlüssel. Hä, was ist da draußen? Hä? Moment. Ist das ein Rückweg vielleicht? Oh, wow. Ja, immerhin Herzchen, ne? Immerhin Herzchen. Ja, Leute, ich sehe gerade, dass der Paar doch gleich vorbei ist. Das heißt, ich werde jetzt noch... Wow. Speed Strats. Ich werde jetzt noch den großen Schlüssel holen. Mich einmal voll heilen. Und dann geht's ab. Zack, 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 zack. Herzchen, okay. Schön voll geheilt. Und der große Schlüssel ist dort oben in der Truhe, Leute. Zack. Oh yeah. Und somit können wir unser Abenteuer beenden. Beziehungsweise den Endboss machen. Der sich hinter dieser Tür befindet. Leute, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, bewertet ihn. Haut da rein.